Hallo und willkommen zurück. Wir sind unterwegs auf der Richtung Bahnstrecke. Wir müssen die Mission Töte den Bären erledigen. Und damit meine ich jetzt nicht den, den man mit dem Rasierapparat bearbeitet, sondern einen ausgewachsenen, alten, bösartigen Anführungsstriche Bären. Er weiß es nur nicht besser. Er hat nie Streicheleinheiten bekommen. So, auf jeden Fall. Was habe ich da gerade gesagt? Auf jeden Fall müssen wir hier in den Tunnel rein. Und ich bin gespannt. Ich hatte jetzt gehofft, hier steht ein Zug, aber es sind leider nur Holzwaggons. Auf jeden Fall können wir hier drin, könnten wir ein Feuer machen und wir verlassen tatsächlich das nächste Gebiet schon. Wir sind jetzt in Rätselsee. Wei, wie weit müssen wir laufen? Okay. Okay. Das ist aber echt ein weiter Lauf. Bin ich wirklich richtig hier lang? Ich kann das gar nicht glauben, dass ich so weit laufen muss. Aber, ja. Sind wir auch mal so weiter den Schienen entlang. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so einen langen Marsch vor uns haben. Das wird tatsächlich durch zwei Karten durchlaufen, um zum Ziel zu kommen. Ich glaube, das ist die längste Strecke, die wir bis jetzt gelaufen haben. Da bin ich mal gespannt, wie wir das überleben. Ist da hinten ein Haus? Vielleicht schon die Antwort auf meine Frage. Das ist wahrscheinlich wieder eine Ruine. Wenn ich laufen könnte, wäre es sicherlich einfacher. Positive ist, noch verliere ich keine Wärme. Was ist das für ein Geräusch? Was? Ja. Der naht sich dem auf und ich, es wird mit Gitarre geübt. Das kann ich sich also selber nicht glauben, was passiert um mich herum. Ich wollte ja schon ein Büro mieten, zusammen mit einem Kumpel. Und mich da dann aufnahmetechnisch einrichten. Hab ich auch schon überlegt. Einfach nur um Ruhe zu haben bei der Aufnahme, ne? Ist das ein Haus? Keine Ahnung, was das ist. Das sieht nicht aus wie ein Haus. Das Spiel gibt einem wenigstens eine faire Chance. Ne, das ist wieder ein Zug, ne? Was so ein bisschen komisch ist, ne, der Zug hinten vor dem Tunnel war ja auch schon entgleist. Und da sagte er, ja, hier kommt ab und zu mal ein Zug vorbei. Wie kann hier ab und zu mal ein Zug vorbeikommen, wenn der Tunnel gar nicht befahrbar ist? Und hier ist ja offensichtlich ja auch ein Zug entgleist. Also das will mir jetzt nicht einleuchten. Geht wieder.
Kommt wieder. Nur auf der Karte. Nicht mal halbe Strecke. Gute Kacke. Mal, wie die Schiene hier aussieht. Die ist mit Sicherheit schon lang kein Zug mehr gefahren. Oh, Colin. I think I can use this. Grad, 0,6 Grad, müssen wir ablegen. Oh, 1 Grad. 0,8. Dann ziehen wir die hier an. Und die können wir ablegen. So. Ein bisschen die Vermutung, dass es eine schlechte Idee ist, weiterzulaufen. Alle Waggons öffnen? Nee. Danke. Okay. Wie? Ja, aber das steht bei mir. Wir finden noch einen Unterschlupf. Für die dumme Vermutung, wir schaffen es nicht bis zum Tunnel. Ah, scheiße. Hilft nix. Auch. Wir machen den Weg frei. Spar- und Darlehenskassen. Könnte knapp werden.
auch absolut nichts nach rechts und links. Nee. Das könnte nicht nur knapp werden, das wird knapp. Can't feel my hands. Tja, hatte durch, Mann. Also die Schienen sind ziemlich offensichtlich schon längere Zeit nicht mehr benutzt worden. Die Aussage hier, fährt am Zug mal einen Zug durch, ist definitiv nicht die Wahrheit. Ja, ich dachte es mir. Ich glaube, wir frieren gleich. Damn, I'm freezing. Jetzt fange ich an, Lebensenergie zu verlieren. Kein Haus, kein gar nichts in der Nähe. Das überlebe. Ja, mein Gefühl hatte mir gesagt, ich sollte in dem Waggon schlafen. Aber es war einfach zu früh, um zu schlafen. Noch ein Waggon? Ja. Ein Lorenwaggon. Leider ein offener Waggon, kein geschlossener. Ein Leaderboard, Entschuldigung, ein Leaderboard. Man muss ja hier schon technisch richtig ausdrücken. Okay. Der Wind kommt von rechts, wenn ich jetzt auf der Seite in den Zug laufe. Ah, bin ich windgeschützt. Genau. Damit hatte ich kalkuliert. Es ist nicht weit. Okay, dann. Okay. Ich weiß nicht, was man damit machen kann, aber... Wir sind jetzt schon deutlich langsamer unterwegs. Das wird eine knappe Kiste. Ja, das hat meine Witterung gerade mal kurz aufgenommen, aber doch kurz. Mindestens müsste ich durch den Windstilleffekt jetzt keine Lebensenergie mehr verlieren.
oder nur sehr langsam. Damit dürfte ich es dann bis zum Tunnel schaffen. Ab und zu fährt hier mein Zug durch. Was mache ich da jetzt draus? Ich mach mal ehrlich. Warte, wir bleiben hier nochmal in Windstille stehen. Ja, haben es fast geschafft. Ja, wir haben es fast. Halte durch. Sam, halte durch. Da ist der Tunnel. Puh. Wir hier kein Feuer machen? Scheint nicht. Ah, auf der Seite geht's. Müsste es aber gehen normalerweise. So cold. Just wanna lay down for. Ja, ich denke, wenn wir jetzt hier ein Feuer machen, müsste es gehen. Na, hier kriegen wir ja einen Temperaturanstieg. Also. Ah, da ging's. Also. Did it? You. So, machen wir uns gleich mal lecker essen. 15 Minuten, 15 Minuten. Noch einen Riegel essen. Dann sind wir satt. Ach ja.
Da ist man richtig froh, wenn man dann so ein knisterndes Feuer hat, was man genießen kann. Das merke ich immer wieder bei dem Spiel, wie wohl das tut, wenn auf einmal das Feuer knistert und man denkt so, ach ja, jetzt ist es richtig mollig warm. Ich glaube, wenn man selber spielt, nicht spielt, dann kann man das nicht so richtig nachvollziehen, aber es ist wirklich so, man das Gefühl hat so, irgendwie passiert da gerade was. Ganz schwer zu erklären, glaube ich. Fast aufgewärmt. Geht schneller als erwartet. Gut. Dann wollen wir mal in die nächste Karte einspringen. Also. Das scheint der kürzeste Weg zu sein. Dann ist es nicht mehr so kalt. Ich muss sagen, jetzt wo ich den Kopfhörer auf habe, es scheint doch besser geworden zu sein. Also, es tut nicht mehr ganz so weh wie beim letzten Mal. Das muss ich echt sagen. Ist der da? Dachte ich den ganzen Abend, dass ich essen kann, damit ich mit meiner Familie zusammen essen kann. So ist das nun mal. Aber tief runter. Ist das korrekt? Scheint so. Oh. Das nicht gern, aber hier kommen wir nicht runter. Na, vielleicht doch. Ich komme hier auch wieder hoch. Ja, sieht gut aus. Das fällt mich doch an. Müssen wir halt nochmal das Autosave laden.
Ich hab das noch immer nicht raus, wie ich vernünftig kämpfe. Muss ich echt sagen. Machen wir es so. Ist eher einfacher. Ich war mir nicht sicher, ob ich auf der Entfernung treffe, aber... offensichtlich ja. What have we here? Bisschen so aus, als könnten wir hier abkürzen. Schön. Kanada eben. Müssen wir auf jeden Fall die Waffe so zielgenau ist, dass man sowas also aus der Entfernung auch regeln kann. Zumindest wenn man schnell abdrückt, weil das Zittern wird ja immer stärker. Ich bin mir jetzt auf einmal nicht mehr sicher, dass ich hier richtig bin. Ja, das ist eine Sackgasse. Der Fuß, das haben sie ja hervorragend gemacht. Und mit diesen Worten enden wir mal die Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Tschüss.